Hello guys, hier wir schauen ja mal ganz kurz rein in ein Video, wo jemand Chapeau, der total pro Cryptocurrencies, also Kryptowährungen sind, ist, Dr. Julian Hosp, jemand eingeladen hat, der sagt, ah, die gehen runter auf null. Ein Peter Schiff, der total auf Gold schwört. Schauen wir mal kurz rein, ist nämlich ganz interessant. Das ist nämlich mal so ein Interview, wo einer sozusagen bewusst jemanden einlädt, wo er weiß, da wird Reibung erzeugt. Und ja, da das bedarf der Anerkennung. Natürlich auch aus Marketingprinzipien sehr, sehr clever gemacht. Generates income, real estate, stocks, bonds, even if they don't pay the dividends. Yeah, but then by your definition, gold shouldn't be an asset either. Right. Well, but gold is a commodity, right? Gold is, because commodities have a use. Bitcoin doesn't have a use, and it doesn't generate income. So I just call it a token. But the reason that these digital tokens have been going way up has nothing to do with what's going on with gold. They're completely different. Right, gold is actually reacting to the way major investors around the world view the economy, view the markets, view central banks, view inflation. I still think that the big money is wrong, just the way they were before the 2008 financial crisis. I think there's too much confidence and faith in central banks and the belief that they have it under control and that they're going to be able to fight inflation by raising interest rates and shrinking balance sheets. And so I think the gold market is reflecting a lot of optimism that currently exists about the overall markets and economy and about the ability of the Fed to control everything. And so gold is discounting higher interest rates in the future, a stronger dollar in the future. And I think that's wrong, but that's currently in the market. So gold has pulled back from its record high that it hit last year above 2100. But gold has been in a pretty big secular bull market since it bottomed out in around 2000, 2001 at less than $300 an ounce. I think it was the Bank of England that kind of hit the bottom around 260 when it basically dumped a bunch of gold that it had been holding on to. So we're in a long-term bull market. I mean, it's not, a meteoric rise, but it's a very steady bull market that is eventually going to get into a, bigger move up as... Ja, aber okay, das ist einfach so mäßig, so Markus Dr. Krall mäßig. Das sagen die Gold- und Silber-Gurus schon seit Jahren. Ja, eventually, ja, Gold und Silber wird nach oben spiken und irgendwie, was weiß ich, wie viel 1.000 € wert sein und ja, es passiert aber nichts. Ja, es ist letztendlich ein Rohrkrepierer. Und wer die letzten 5 Jahre, ja nur mal die letzten 5 Jahre, anstatt von Aktien in Gold und Silber investiert hat, so wie leider ich auch, dann hat einfach mal ein paar hundert Prozent liegen lassen. Und wenn du diese paar hundert Prozent Performance, ja, reinvestierst, ja, und dann noch den Zinseszinseffekt mit ausrechnest, ne, dann hast du quasi mit Gold und Silber hast du ein absolutes fettes Minusgeschäft gemacht. Ja? Also wenn ich mir mal denke, wenn ich mir, sag mal, 2016 eine Unze gekauft hätte, ja, habe ich auch, also eine einzige zum Beispiel, jetzt nur mal eine einzige Unze, ja, Gold, irgendwie so, damals war es so 1.100 € wert. Wenn ich nur diese eine Unze in Bitcoin investiert hätte, dann wäre das heute, ja, keine Ahnung. Ja, dann ist diese Unze heute 500 € mehr wert. Hätte ich sie in Bitcoin investiert, wäre sie 49.000 € mehr wert oder so in der Richtung, ja. Und wenn ich jetzt diesen Gewinn nehme und investiere in irgendwas, was mir Dividende oder Zinsen bringt, das holt Gold nie wieder auf, nie wieder. Also egal, wohin Gold geht, ja, also müsste Gold schon auf 100.000 € steigen, die Unze. Ja, und das wird jemals wieder aufzuholen. Und das ist was, das ist mir erst seit kurzem so richtig bewusst geworden, leider, weil ich halt auch ständig diese ganzen Goldgurus, ja, irgendwie viel zu viel reingezogen habe und du einfach der Durchschnitt bist aus dem Umfeld, ja, der
fünf YouTube-Kanäle, die du dir am meisten reinziehst. Ja, in dem Fall. Und ja, ich finde es einfach super interessant. Ich muss jetzt wieder was tun. Mein Frühstück ist vorbei. Und ansonsten schau dir einfach das ganze Video an. Ist sehr interessant, aber ich habe leider keine Zeit dafür. Bis dann, ciao.